Seite tun und lass uns einfach mal mit der Bibel in der Hand die Dinge hinterfragen. Wenn der Apostel Paulus heute, Stand heute, einen Brief an die Gemeinde Christi schreiben würde, an wen würde er diesen Brief jetzt adressieren? Was würdet ihr sagen? Würde er den an die Evangelikalen adressieren? Würde er die an die Baptisten adressieren? An die Charismatiker, an die Katholiken? An wen würde Paulus seine Briefe heute adressieren? Genau, wie damals an die Heiligen in Christus. Genau. Wie wurden die damals genannt? Die Auserwählten und Berufenen. Ja, noch ein anderes Wort, ganz allgemein. Jünger Jesu. Jünger Jesu, genau. Also Paulus hat seine Briefe nicht an irgendwelche denominationellen Gruppen oder an irgendwelche, sag ich mal, Vereinigungen geschickt, sondern Paulus und alle anderen Apostel und Jesus selber, der sein Wort an seine Kinder, an die Gläubigen gerichtet hat, es ging immer an die Jünger. Ist das richtig? Es war also frei von jeglicher Prägung, frei von jeglicher Tradition. Es waren damals die Menschen, die nichts anderes hatten, und das ist sehr gesund, als das Wort Gottes. Und die sich nur an dem Wort Gottes orientieren konnten oder was bis zu der Zeit eben da war an Überlieferungen. Die hatten ja noch nicht die ganze Bibel vollumfänglich wie wir. Und vielleicht merkt ihr schon an dieser provokanten Fragestellung, wo wir hinwollen. Ja, Paulus hätte seinen Brief eben nicht an die verschiedenen Splittergruppen, weil es sie noch gar nicht gab, gerichtet, sondern Paulus hätte seine Briefe, genauso wie Petrus, Judas, Jakobus und alle anderen Schreiber der Bibel, sie hätten ihre Briefe und ihre Anschreiben an Jünger Jesu gerichtet. An Jünger Jesu. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir dahin zurückkommen wollen, dass wir Gemeinde so leben, wie die Jünger Jesu Gemeinde gelebt haben, wie die Gemeinde angefangen ist. So, die Frage also, die sich uns jetzt stellt, ist, wie leben wir heute im 21. Jahrhundert eigentlich Gemeinde? Woran orientieren wir uns? Orientieren wir uns an den Denominationen und an den sozusagen traditionellen Überlieferungen, in die wir alle irgendwo hineingeboren sind, von deren Prägung wir alle irgendwo was mitgenommen haben? Oder kommen wir, das, was wir eben auch im Zusammenhang mit Erweckung hatten, kommen wir zu dem zurück, was das Wort Gottes eigentlich sagt? Was sagt eigentlich die Schrift? Und ich glaube, jeder hier, jetzt unter dem Klang meiner Stimme, der kann doch für sich sagen, hey, wir wollen zurück zum Wort kommen. Wir wollen ausbrechen aus Tradition. Wir wollen wegkommen von irgendwelchen eingefahrenen, festgefahrenen Prägungen. Und wir wollen, auch wenn es uns etwas kostet, in diesem Sinne forschen und nachgraben kostet und sehen, was sagt das Wort. Und auch wenn es uns etwas kostet, dass wir vielleicht auch in unseren Gewohnheiten umgeworfen werden. Wir wollen doch zurückkommen zum Wort. Lass uns doch jetzt mal einfach hineingehen in das Wort, in die Apostelgeschichte. Und wir werden uns viel in der Apostelgeschichte bewegen. Warum werden wir uns wenig oder fast gar nicht in den Evangelien bewegen? Weil die Gemeinde in den Evangelien noch gar nicht existierte. Die Gemeinde fand ihren Ursprung und ihre Anfangszeit und ihren Aufbau und ihre, sag ich mal, Erschaffung, ihre Existenz in der Apostelgeschichte. Also gehen wir auch dorthin. Apostelgeschichte 2 einfach mal. Und es sind ganz prominente Verse. Ihr kennt diese Verse alle. Ja, auch da nochmal vielleicht ein Hinweis. Ich bringe heute keine neue Lehre, sondern die uralte Lehre des Wortes Gottes einfach. Ja? Wir kehren also zurück zu den Wurzeln. Apostelgeschichte 2, 42. Und sie blieben. Wer ist sie? Die Jünger. Amen. Immer wieder. Das ist wirklich jetzt wirklich mein Anliegen auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und immer wieder, dass wir uns wirklich assoziieren in einem biblischen Bild. Die Jünger. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber, was sind das Gläubige? Das sind Jünger, ja? Waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. 45, sehr herausfordernd. Wir haben eben über Bereitschaft, Dinge loszulassen und hinzugeben geredet, aber viele von uns werden hier auf einen Vers stoßen, der sehr herausfordernd für uns alle wirkt.
45. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Wow. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig. Und jetzt, Obacht, jetzt könnte man gleich sagen, ah Sven, da haben wir dich. Wir brauchen doch wieder Gemeindegebäude. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Und jetzt kommt aber was Weiteres. Und sie brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken in Einfalt des Herzens. Ist doch stark bis hierher, oder? Ich möchte euch jetzt mal einfach fragen, nur bis hierher, wir lesen gleich noch einen Vers weiter, aber nur bis hierher, hört sich das mehr nach einem Verein und einer Vereinigung und einer Organisation an oder mehr nach Familie? Familie, ne? Das hört sich doch ganz, ganz stark nach Familie. Das hört sich nicht nach Business an, das hört sich nicht nach Organisation, nach Institution an, das hört sich nach gelebter Beziehung im Bild einer Familie an, oder? Und genau darauf will das Wort auch hinaus. Also ich lese den Vers nochmal. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ist das nicht schön? Ja, das will ich. Da möchte ich auch hinkommen. Amen, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Oder nicht? Doch. Es ist so wichtig, dass wir wieder zurückkommen zu dem, was das Wort Gottes sagt. Okay, was können wir alleine jetzt aus diesen paar Versen, die wir jetzt gelesen haben, was können wir daraus lernen? Ich finde, das Erste, was einfach wichtig ist und was für uns immer wieder wichtig ist und wichtig bleiben muss, ist, dass die Gemeinde, die in der Bibel beschrieben wird, zu deren Bild wir zurückkehren wollen, von einem geprägt war. Und das war nicht Tradition und das war nicht Gewohnheit. Und das war nicht menschliche Überlieferung, sondern es war das eine, das war die Lehre der Apostel. Andersrum gefragt, was ist denn die Lehre der Apostel? Weil wenn wir da drin bleiben wollen, müssen wir ja wissen, was die Lehre der Apostel ist, oder? Was ist die Lehre der Apostel? Verkündigung des Wortes. Anders gesagt, alles, was Jesus gelehrt hat. Die Lehre der Apostel beinhaltet nicht mehr und nicht weniger als das, was Jesus gelehrt hat. Die Bibel warnt uns sogar, wer über diese Lehre hinausgeht, hat Gott nicht erkannt. Solch einen nehmt nicht mal auf ins Haus und grüßt nicht. Es ist also ein ganz, ganz eng abgesteckter Rahmen, von dem Paulus sogar sagte zu den Galatern, wenn irgendeiner hier auf Erden oder sogar ein Engel ein anderes Evangelium predigt als das, welches ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Und was sagt Paulus denn als Selbstzeugnis? Woher hat er sein Evangelium? Direkt von Jesus. Direkt von Jesus. Die Lehre der Apostel ist also im Kern, ich sag's nochmal, nicht mehr und nicht weniger als das, was Jesus gelehrt hat. Was hat Jesus denn zum Beispiel gelehrt? Jesus sagte, tauft sie und lehrt sie alles wissen, was ich euch geboten habe. Falsch. Ihr nickt, aber es ist falsch. Tauft sie. Ging es Jesus um Wissen? Nee, macht sie zu Jüngern. Jesus sagte, lehrt sie halten. Die Lehre Jesu ist eine praktische Lehre. Es geht darum, die Dinge zu tun, die Dinge zu halten. Jesus sagte, lehrt sie halten, also tun alles, was ich euch geboten habe. Und jetzt kommen wir zu der Frage. Wir wollen ja jetzt ergründen, wie Gemeinde gelebt wird. Wie wird Gemeinde gelebt? Wie hat Jesus seine Jünger gelehrt?
Hat er das jeden Sonntag getan, von der Kanzel her? Jeden Tag. Könnt ihr euch Jesus vorstellen, der sich mit seinen Jüngern einmal die Woche verabredet hat und gesagt hat, da kommen wir zusammen zu dem großen Tag und da werde ich euch alles lehren und ich werde euch zeigen, wie ihr es zu tun habt? Nein. Genau, wir wissen, wir alle wissen, dass Jesus das nicht so gemacht hat, wie die Gemeinde oder das, was sich Gemeinde nennt, das die letzten Jahrhunderte eigentlich tut. Alleine schon hier können wir sehen, wie weit das, was heute mit Gemeinde betitelt ist, eigentlich vom Wort gewichen ist. Jesus hat seine Jünger, genau wie ihr das gerade gesagt habt, im alltäglichen Leben gelehrt, wie ein Ausbildungsmeister einen Auszubildenden Dinge beibringt. Die Jünger haben Jesus beobachtet, sind mit Jesus gegangen, haben von Jesus gelernt, indem sie Jesus nachgeahmt haben. Und alleine, wenn wir hier stehen bleiben, von Jesus nachzuahmen, sehen wir, wie absurd es ist, das auf 2 Stunden sonntags zu pressen. Es ist nicht möglich. Und ich wage zu behaupten, wir sind mit der Gemeinde Christi an einem Standpunkt angekommen, jetzt nicht nur wir, sondern ich sag mal so, das, was im 21. Jahrhundert sich Gemeinde Christi nennt. Wir sind grob gesagt dahin gekommen, dass es einige wenige gibt, die viel tun und ganz, ganz viele, die da sitzen und jeden Sonntag empfangen, empfangen, empfangen und eigentlich unmündig sind. Aber bei Jesus und den Jüngern war es ganz anders. Jesus hat gar nicht zugelassen, dass seine Jünger passiv wurden, sondern Jesus hat seine Jünger gelehrt, indem er vorgelebt hat und sie dann zum praktischen Ausüben der gelehrten Dinge aufgefordert hat. Lukas 10. Und er sandte sie 2 und 2. Was haben sie dort getan? Sie haben nichts anderes getan, als das, was sie Jesus haben tun sehen. Sie haben also eigentlich nur in den Fußstapfen ihres Meisters gewandelt. Sie sind eigentlich nur in den Fußstapfen ihres Meisters gewandelt. Ihr Meister sagte, das, was ich euch sage, das höre ich den Vater zu mir reden. Und das, was ihr mich tun seht, das sehe ich beim Vater, was er tut. Jesus sagte, ich verkündige nicht aus mir selbst heraus. Was ich den Vater tun sehe, das sage ich euch, das tue ich. Und genau dasselbe taten seine Jünger. Aber wir tun das nicht. Wir kommen Jahrzehnt um Jahrzehnt, Sonntag für Sonntag, Mittwoch für Mittwoch in die Gemeinde und denken, das ist Gemeinde. Lehrt sie halten,